Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft hier in unserer wunderschönen Singleplayer-Welt. Heute wieder mit der Originalmusik ohne Playlist, die im Hintergrund dudelt. Gucken wir mal wieder, was uns das Spiel für Originalmusik zur Verfügung stellt. Und heute wieder mit einem neuen Texture Pack. Und das Texture Pack heißt heute Ordinary Wonders und dann irgendwelche lustigen Zahlen. Also, wenn ich das mal frei übersetzen darf, sind das die gewöhnlichen Wunder. Interessanter Name für ein Resource Pack. Und wir haben sogar Musik von Minecraft. Ein ganz anderes Texture Pack als das letzte, aber rein vom ersten Eindruck gefällt es mir jetzt schon besser, muss ich sagen. Als das, das wir in der letzten Folge hatten. Die Schriftart, das ist vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde es ganz lustig, dass wir als Totem hier unten einen Eisengolem nur in Gold haben. Das ist eine ganz lustige Idee. Gefällt mir. Uiui, und die ganzen, okay, verzauberten Dinger haben einfach so eine Art Flimmer-Effekt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche Monitore mit einer Kamera abfilmt? Ungefähr so sieht das aus. Na gut, aber kann man ja machen. Oh, okay, das nervt eigentlich schon ein bisschen. Wenn du dann sowas übelst Flackerndes da im Augenwinkel hast. Das ist nicht so cool. Aber okay, vielleicht, wenn man nicht so drauf achtet, fällt es einem irgendwann nicht mehr auf. Uff, die ganzen Items sehen anders aus. Ja, aber das ist auch Sinn und Zweck eines Texture Packs natürlich. Ne? Da darf man sich jetzt auch irgendwo nicht beschweren. So, ich guck mal gerade, ob wir hier noch irgendwas mit der Erde machen können. Füllen wir hier nochmal ein bisschen was auf. So. Was haben wir hier? Ist das Ton? Das ist Ton. Ja, dann nehmen wir auch den Ton gerade mal mit. So, warte mal, dann machen wir hier nochmal die Erde weg. Nehmen wir doch den Ton gerade mal mit. Manchmal suchen wir ja sogar richtig aktiv nach Ton. Wenn er hier schon direkt vor Ort ist, wo wir sowieso die ganze Zeit rumhängen, dann sollten wir ihn doch auch mitnehmen. So, die Wasser... Oh Gott, die Wasseranimation ist ein bisschen weird. Vor allem beim Fließen im Wasser ist mir die Textur fast schon nicht flüssig genug. Aber auf der anderen Seite sind wir ja hier bei Minecraft. Und wir haben jahrelang ja auch die Minecraft-Besonderheiten. Nämlich eine nicht unbedingt geile Textur oder Texturen, die nicht unbedingt geil sind, haben wir auch schweigend zur Kenntnis genommen. Daher brauchen wir uns jetzt hier auch nicht beschweren. So, wir bauen immer noch an unserem Bahnhof weiter, der jetzt langsam tatsächlich ein bisschen Form annimmt. Und ich möchte mal ganz kurz zurück in unser Lager fahren. Warte, ist das... Das ist nicht der richtige... Doch, das ist der richtige Weg, doch klar. Aber es geht nicht, weil hier die Beschleunigungsschiene fehlt, logisch. Okay, wir fahren nochmal kurz zurück ins Lager. Wir werden dort nochmal warte mal. Da habe ich gerade noch eine andere Idee. Also wir machen zwei Dinge. Wir machen das, was mir gerade spontan eingefallen ist. Und ich glaube, das wird ein großer, großer Segen sein. Mein spontaner Einfall hier. Da tropft schon das Wasser durch. Da könnten wir theoretisch ein Glasdach draus machen. Würde bestimmt cool aussehen. Und das zweite, was ich machen wollte, war, ich wollte mal gucken, inwiefern wir Schleime haben. Wie unser Schleimvorrat momentan, ach, weißt du was, vielleicht gerade hier stehen. Wie unser Schleimvorrat momentan bestellt ist. Ich weiß, unser Honigvorrat ist gar nicht so gut bestellt. Das ist schade. Denn... Mit den ganzen Gleisen. Ne? Wir wollten ja mal gucken, ob wir da nicht einen schönen Dub uns bedienen. Gibt ja so lustige Minecraft-Bugs. Die kann man ja ruhig auch nutzen. Ne? Hier finde ich auch cool, wie der Spawner aussieht mit diesen Flammen. Richtig böse und düster. Gefällt mir cool. Gefällt mir gut, natürlich, nicht cool. Müsste ich mal schauen, wie die Flammen an sich aussehen. Die müssten ja dann auch dementsprechend cool aussehen.
So, fallt ihr mal runter. Und hier sollten wir eigentlich dringend mal die Leiter beseitigen und stattdessen lieber mit Wasser arbeiten. Und Level 29. Das ging doch relativ schnell, aber die Leiter ist wirklich... Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, wir haben diesen Abstieg gemacht. Das ist schon lange her. Da gab es noch keine Wasserblubbelblasen oder sonst was. Da war das halt noch so mehr oder weniger State of the Art. Aber mittlerweile gibt es ja doch deutlich bessere Dinge. Oder deutlich bessere Wege, wie man es lösen kann. So. Dann sind wir mal wieder angekommen hier. Unsere Schaufel hat Haltbarkeit und Effizienz. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Wo war nochmal... Das war draußen. Hier. Eine Schaufel haben wir hier. Eisenschaufel. Aber keine... Nee, keine richtige Schaufel in Anführungsstrichen. Haben wir hier vielleicht bei den Items hier noch was? Werkzeuge? Diamantschaufel. Haltbarkeit, Haltbarkeit. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir hier die zwei Schaufeln zusammenlegen, sozusagen. Schaufel, Schaufel. 9 Level. 9 Level. Und an den Stats würde sich gar nichts ändern. Das heißt, wir könnten theoretisch auch einfach eine ganz normale Diamantschaufel nehmen. Wir müssten da keine nehmen, die Zauber hat. Das wäre schon eher verschwendet. Steinschaufel, Eisenschaufel. Verrottetes Fleisch. Das werfen wir noch gleich in meine Kiste. Ein automatisches Sortiersystem wäre auch geil. Aber wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. Ne? Wir sind jetzt momentan am Bahnhof dran. Und das ist auch okay so. Momentan, finde ich, sind wir ja auch, oder bin ich ja auch sehr, sehr konstant, was das angeht. Wir sind jetzt schon seit ein paar Folgen da am Machen und am Tun. Und nur so kann da ja auch langfristig was draus werden. Ne? Sonst sind wir hier immer am Baustellen hoppen so ein bisschen. Machen wir das, mal dies. Das ist natürlich abwechslungsreicher. Aber so kriegt man halt die Projekte nicht unbedingt, also die Projekte im Projekt nicht unbedingt vorangetrieben. Sagen wir mit 36 Hebel, das ist gut. Und ich wollte nach dem Slime-Vorrat gucken. Also hier ist definitiv kein Slime drin. Spinnenaugen, Schwarzpulver, Schleimbälle. 6 Stück haben wir da. 6 Schleimbälle. Haben wir irgendwo schon eine Honigkiste? Bambus, Zuckerrohr, Blumen, Gedöns, Gedöns, Gedöns. Diverse Naturdinge. Da sind ganz viele giftige Kartoffeln drin. Das ist natürlich ganz wichtig. Und hier haben wir Korallen und Süßbeeren. Ja, das ist natürlich auch nicht das, was ich wollte. Schleimbälle. Das sind ja nur Schleimbälle, ne? Wir bräuchten ja sogar Schleimblöcke. Aber haben wir nicht auch einen Schutz? Genau, hier ist ein Bienennest drin. Und aus einem Bienennest, ich glaube, da sind nämlich auch Bienen drin. Da könnte man was draus machen, definitiv. Da könnte man was draus machen. So, als allererstes mal. Okay, nee, hier lasse ich den Knopf tatsächlich mal, weil es ja so unser Lager ist. Das ist ja so eine Art Hauptstation, wenn man so möchte. Das heißt, hier lasse ich unseren Knopf am Lager. Das ist okay. So, hier. Meistens tatsächlich mal so, dass wir einen Hebel hinmachen. Vorteil daran ist, den lassen wir jetzt eingeschaltet. Oh, das war doof. Den lassen wir jetzt einfach mal eingeschaltet. Das bedeutet... wieder zu lahm. Den lassen wir eingeschaltet. Das bedeutet, wenn man da vorbeikommt, ist man standardgemäß, wird man dort weiterfahren und nicht anhalten. Weil das hat mich ja, oder wahrscheinlich auch euch, immer mal wieder in der Vergangenheit ein bisschen genervt, dass man da halt jedes Mal anhält bei jeder Station, außer man ist halt schnell genug, den Knopf zu drücken. Aber wann ist man das schon mal? So, das heißt, wir nehmen uns hier gerade nochmal
Die Antriebsschienen. So. Und dann können die normalen Schienen nämlich hier hin. So, und das heißt, man kann dann halt jedes Mal hier einfach durchfahren und muss dann den Hebel halt nur dann betätigen, wenn man auch aussteigen will. Und das Gute bei den Antriebsschienen ist ja, dass man da halt auch sehr, sehr abrupt zum Stehen kommt. So, dann machen wir es hier gerade auch nochmal so. 1, 2. Plopp. Und plopp. Hebel weg. Stattdessen machen wir hier auch einen... Knopf weg. Stattdessen machen wir da auch einen Hebel hin. So rum. Ich glaube, das könnte uns auf Dauer viel Nerven sparen. Ich weiß nicht, wieso ich da noch nie früher drauf gekommen bin auf die Idee. Denn das ist ja einfach viel, viel praktikabler. So, und auch hier machen wir das Ganze nochmal. Eins und zwei. Knopf weg, Hebel hin. Nur darauf achten, dass wir hier die Lore nicht anschieben. Na gut, die wäre eh nicht weit gekommen. Ich glaube auch, dass da jetzt Schienen fehlen. Das wird jetzt auch nicht so viel ausmachen. So, und dann sind wir doch schon wieder am Hauptbahnhof angekommen. Und hier fehlen natürlich auch noch Schienen. Das können wir ja hier auch so machen, ne? Beziehungsweise da brauchen wir eigentlich brauchen wir da gar keinen Hebel, weil du bist ja hier sowieso, das ist ja so oder so deine Endstation. Theoretisch könnte man das hier auch aus ganz normalen Schienen machen. Naja. Naja. So. Die Knöpfe können wir mal hier für den Moment reinlegen. Die Hebel von mir aus auch. Denn man weiß ja nicht, wann man sie wieder braucht. Achso, und die ganzen Fackeln, die ich jetzt weggemacht habe, die stellen wir gerade mal wieder hin. Dass hier halt auch nach wie vor wenigstens auf dem Bahnhofsgelände kein Monster spawnt. Das brauchen wir ja nicht unbedingt. So, Texture Pack finde ich übrigens sehr cool. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Das Einzige, was mich wirklich stört, sind die Animationen der verzauberten Sachen. Das finde ich irgendwie nicht so geil mit diesem Flimmern. Weil es ist ja im Endeffekt einfach nur ein Flimmern. Das ist nicht so cool. So, jetzt möchte ich gerade mal gucken, hat mich hier nicht noch irgendwo... Warte mal. Wir hatten doch hier irgendwo noch eine weiteres Bienennest, oder? Ich meine, wir hatten noch ein Bienennest. Behutsamkeit ist hier drauf. Das heißt, wir können es auch abbauen. Jetzt ist ja gerade sowieso Nacht. Das heißt, die Bienen schlafen ja im Zweifel eh. Ich glaube, wir hatten da hinten noch mal eins. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal im Kreativmodus, als die 1.14 neu rauskam, dahin gemacht. Oder 1.15. 1.15 war es, glaube ich, mit den Bienen, ne? Habe ich das da mal hingemacht, damit wir halt die Bienen auch irgendwo in der Region haben. Genau, da ist es. So, erstmal kloppen wir uns hier wieder ein bisschen durch die Nacht. Weil anders geht es ja offenbar nicht. Und plopp. Und da haben wir es. Ein zweites Bienennest. Aua. Hatte ich jetzt gerade Dorn? Nee, ne? Ich habe keinen. Habe ich Dorn? Warte mal. Nee, habe ich nicht. Was war es gerade für ein komisches Geräusch? Als der Babyzombie mich geschlagen hat, hat man ein ganz komisches Geräusch gehört. Weil ich jetzt gar nicht zuordnen konnte. Irgend so ein oder sowas. Hallo, Hanjan. Komplettes Erscheinungsbild geändert. Ich finde es ja auch toll, dass Hanjan hier so überrepräsentiert ist in dem Let's Play. Mit seinem Riesenturm und mit dem komischen Schaf da und so.
Ach ja, schön. Ich finde, die Karte ist echt cool geworden. Kann natürlich auch noch cooler werden. So. Dann gehen wir gerade mal zurück. Wieso gehen wir eigentlich jetzt gerade zurück? Ach ja, wegen dem Bienennest. Da wollte ich mir überlegen, was wir da draußen machen. Ah, schwierig. Theoretisch könnten wir das Haus hier wieder auferleben lassen. Ist nur schwer, weil da jetzt mittlerweile diese Schiene durchführt. Ach du. Dem Rückstoß ist auch nicht immer eine gute Idee, muss man mal sagen. Also theoretisch könnten wir es da drin machen. Wobei ich sehe gerade, es geht gar nicht, weil da oben ja alles offen ist. Ne, dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Das Haus hat ja schon länger keine Bewandtnis mehr. Es war ja früher mal unser Tierewohlfühlpark Indoor-Bereich sozusagen. Wo die Tiere sich halt einfach unterstellen konnten. Wenn es irgendwie geregnet hat oder sowas. So, und das Feuer sieht tatsächlich ganz defaultig aus. Schade. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Wobei wir ja hier auch ganz viele Schafsgehege haben. Theoretisch könnte man ja so ein ähnliches Gehege auch für die Bienen machen. Macht mal noch ein Bienengehege. Also, Gehege klingt ein bisschen komisch, wenn man von Bienen redet. Aber da macht man hier halt noch so ein Bienenstall hin. Das wäre ganz gut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich denke hier schon wieder an neue Objekte, sag ich schon. An irgendwelche neuen Missionen, obwohl wir noch gar nicht mit den alten fertig sind. Das hat tatsächlich was mit dem zu tun, also mit dem Bahnhof, den wir momentan bauen. Ist keine komplette Zweckentfremdung, kann man sagen. So, unsere Villager schlafen alle. Nee, hier können wir es auch nicht hinmachen. Weil dann könnten die Bienen ja hier durchfliegen. Hier können die ja drüber fliegen, locker. Ja, dann bauen wir denen nochmal da was hin, würde ich sagen. So, wir haben ja hier einen Schulker mit zwei Bienennestern jetzt drin. Dann stellen wir den Schulker da einfach mal hin, dass wir es nicht vergessen. Aber ich glaube, so schnell werden wir es eh nicht vergessen. So. Stellen wir es mal hier hin. Und hier haben wir dann also für die Bienen schon mal einen Ort auserkoren. Wir müssen dann nur was hinbauen, wo wir dann Bienen züchten können. Dann können wir ein paar Bienenstöcke machen. So, ich guck mal, ob ich den Zombie vom Skelett umgebracht bekomme. Das wäre natürlich großartig. Denn das würde ja bedeuten, dass wir eine Schallplatte bekommen. Ich glaube, das Skelett ist gerade zu so doof und bringt sich selber um. Ah, wobei. Noch lebt's. Und mit ihm der Traum einer neuen Schallplatte. Das ist aber gar nicht so einfach. Weil die Skelette halt mittlerweile so besoffen durch die Gegend rennen. Au. 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 Ja. Ach so, eine Kacke, ey. Aber warte, muss ja nicht dasselbe Skelett sein. Darf ja auch ein anderes sein. Das hier jetzt mal einspringt. Oh oh. Das war knapp, ey. Oh oh, ich glaube, das Skelett ist gerade komplett out of order gegangen. Ja. Oh Mann. Das ist ja jetzt vielleicht anstrengend hier. Nein. Das ist nicht wahr. Ja, schade, ne? Wirklich schade drum. Hatte echt gehofft, dass wir den Creeper kriegen. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes Loch. Das ist natürlich auch wunderbar.
Geht so. Aber wir haben die wunderschöne Minecraft-Musik. Das ist ja ganz toll. Oh, da drin sind wohl Monster. Irgendwas war da. Deswegen die sich da alle versammelt haben. So, dann gehen wir mal hier rein. Ach ja, die Lore habe ich wieder eingepackt. Macht aber nichts, weil wir können ja jetzt eine erste Testfahrt machen mit dem neuen System hier. Schauen wir mal, ob es sich bewährt. Ich denke schon. Gut, das heißt, wir bauen jetzt erstmal am Bahnhof selber weiter. So, wir können jetzt mal testweise und sagen, wir steigen mal bei der nächsten Station aus. Wir müssen halt nur den Hebel dementsprechend treffen. So, da drüben ist er. Nein! Oh, jetzt habe ich gespam-klickt. Das darf man natürlich nicht machen. Ich halte mal die rechte Maustaste gedrückt. Dann müsste es doch eigentlich gehen, oder? Ja, so geht's. So, kann man hier aussteigen. Aha, Abonnentenstadt Ost. Das T hat jetzt wahrscheinlich die Schriftart verschluckt. Ist wohl zu groß für das Schild. Ach, was ist denn das für ein geiles Bild? Das ist ja super. Siehst du mal, da können wir ja auch mal kurz gucken. Okay, das Wither-Bild, das gibt's noch. Ich guck mal gerade. Aha, Jungle. Aha. Guck mal gerade, ob wir hier... Oh nein, der Slenderman! Warum ist da ein Bild von Slenderman, ey? Das hier ist das Default-Bild, aber ohne Creeper. Ich glaube, da guckt normalerweise ein Creeper durch, oder? Durchs Fenster. In dem Bild. Das ist ein neues Bild. Oh, das ist ja süß. Ein Golem, der ein Villager eine Blume hinreicht. Die beiden kennen wir jetzt schon. So. Minecraft, da waren wir schon drin im Minecraft-Hausi von die Klurexi. Das Bild haben wir auch schon gesehen. Ich guck mal, ob hier oben noch ein Bild war. Nee. Ach, die ganzen Häuser hier. Da waren wir ja auch schon ewig lang nicht mehr drin zum Teil. Sandy aus Marzahn. Ach, du liebe Zeit. Stimmt ja. Stimmt ja, die gab es auch mal. Die habe ich auch lange nichts mehr gehört. Auch mal ein Teil unserer wunderschönen Independent-Let's Player-Gruppe. Aber schon länger her. Hier im Haus von Manu P. gibt es leider auch keine weiteren Bilder. Aber hier gibt es, glaube ich, noch Bilder im Darts-Fan-Haus. Aber das ist das Default-Bild, glaube ich. Das ist das Default-Bild und das ist auch Default. Ziemlich sicher. Okay. Gut. Na gut, aber haben wir uns das mal angeguckt. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwelche coolen Dinge gibt. Eisenbarren. Wir haben einen Eisenbarren bekommen. Toll. Ach Leute, und die Folge ist auch schon wieder vorbei, sehe ich gerade. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Mit einem neuen Texture-Pack, wobei ich das hier echt cool fand. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Voting gibt es ja, wie gesagt, auch noch. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder hier bei Let's Play Minecraft. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.